Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Boyo! Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Kirby und das vergessene Land. Boyo! Mit den 150 vom letzten Mal. Ich habe nämlich noch die letzten zwei geholt. Dass ich das übersehen hatte, das ist einfach nur peinlich. Ich hatte es ja sogar hingeschrieben, wo ich es übersehen habe. Direkt am Anfang. Ich habe jetzt diesen komischen Krämerladen hier freigeschaltet. Da kann ich jetzt für Münzen mit diesem Boden hier können. Okay, ich kann nur ein einziges bei mir tragen. Dann mache ich doppelte KP. Mehr Angriffskraft. Okay. Und mehr Geschwindigkeit. Eigentlich will ich wenn Angriffskraft oder nicht. Okay, einfach nutzen, ne? Hui! 200 Angriff mehr. Das kann ich 5-mal nutzen, ne? Ich hab die Münzen, also heißt es jetzt Power Up. Und das aktiviert sich, glaube ich, auch erst im Level. Boah, ich rasiere jetzt gleich durch. Ich skippe einfach mal bis zum letzten, ne? Ja, Leute, ich habe mir jetzt 5 gegönnt und noch eine Maxi-Tomate geholt. Jetzt habe ich Power ohne Ende, jetzt sollte ich doch rasieren. Hui! Und ich versuche jetzt nicht mehr ganz so blind zu sein wie sonst immer. Im Übrigen, es kann sein, dass jetzt Sunny beim nächsten Gebiet übrigens schon wieder dabei ist, ne? Weil der mich demnächst wieder besuchen kommt. Wollte ich nur mal so gesagt haben, dass Sunny mal wiederkommt. So, ihr habt euch ja direkt gefreut, als der dabei war. Ich bin euch nicht genug. Oh, Eis. Komm her. Es ist so schön, alles vereisen zu können. Oh. Hier sind rutschig. Rutschi, rutschi. Den Eisdude vereisen. Das passt. Moa, ha, ha, ha. Komm, wer zu Eis? Ich habe ihn vereist. Und wahrscheinlich jetzt schon ein Secret übersehen. So wie ich mich kenne. Das ist bestimmt ein Secret. Wo könnte das erste Secret schon sein? Gleich im Wasser? Oh, ich bin Eisblock, wenn ich da reinfalle. Okay. Ich dachte, das wäre einfach nur Wasser. Münze. Oh, Geld. Okay, irgendwo hinfliegen ist jetzt nicht die schlauste Idee. Ach, ist nicht schön, einmal so Eiskunst laufen. Ich persönlich kann das nicht. Ich habe mich einmal in Eislaufen versucht. Ich bin nur auf die Fresse geflogen. Wer zu Eis? Kletter auf Züge. Okay. Kann ich ihn eigentlich auch vereist futtern? Nö. Schade, da geht die Superpower. Die ich hätte gebrauchen können. Warte mal, wir können bestimmt neu spawnen. Nutze dich ein, bleib hier. Einfach aus dem Bild verschwinden. Dann ist er wieder da. Das ist mein Geheimtrick. Wenn wir jetzt wieder hingehen, ist er da. Verdammt. Oh, hier ist die Ziellinie. Ich konnte nie widerstehen.
Aua! Tschüss! Zum Glück mache ich bei den kleinen One-Hit. Ja, das Falsche weggesaugt! Der No-Hit-Run funktioniert doch bisher ganz gut, ne? Geschafft. Oh! Komm her. Ja, Hammer. Das ist der Hammer. Ja, den so oder so den Hammer bekommen. So, auf den Zug muss ich auch drauf klettern, ne? Ich habe hier bestimmt doch schon was verkackt. Wahrscheinlich hier Kämpfe, die ohne irgendeine Spezialkraft oder vereise alle Gegner. Irgendwas in der Art. Seh ich doch jetzt schon kommen. Ich bin zu doof für diese Münzen. Gib her. Ah, Geld. Das war's wert. Oh, ich darf Nägel reinhauen. Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Pom. So, was hat das verhindert? Nudel. Und es ist zum Glück auch der erste. Ich habe noch keinen übersehen. Gut. Alter, ich werde hier mit Geld überschüttet. Ob ich die auch... Nee. Ich wollte gucken, ob ich die in der Luft abwehren kann. Ich sollte aufhören, es zu versuchen. Wir hatten doch schon getestet, dass das nicht klappt. Fuck! Oh, kein Waddle. Also ich brauche hier den Hammer ja richtig viel... Hui! Nicht ins Wasser. Waddle? Bin zwei geheime Wege, okay. Das ist bestimmt ein Waddle, lieber jeden geheimen Weg. Easy. Erstmal den weg. Das wäre eingesammelt. Das ist was, was ich mit dem Hammer kloppen soll. Dahinter ist der fünfte. Und wo ist der vierte? Ist doch 100% der letzte da. Durch die Uhr schlagen. Das mache ich lieben gern. Nee, ich muss das Ding hier einmal auffuttern. Zack. Und wie komme ich da jetzt dran? Wo ist das etwas, was ich verkloppen soll? In den Laden! Doch irgendwo eine Stelle, wo ich draufhauen soll. Eindeutig. Ach. Ich bin auch blind. Her damit. Autsch. Ich habe ja zur Not eine Heilung dabei. Waddle! Ja! Waddle gerettet! Und tschüss! Also die Geheimwege sind ja nicht gut versteckt, ne? Also der erste zumindest.
Ich will mein Maul nicht aufreißen, bevor ich nicht den zweiten gesehen habe. Zack. Die nächste Challenge ist bestimmt irgendwas mit Schaltern. Sehe ich doch jetzt schon. Ich glaube, ich die doofe Schildkröte verfehlt habe. Oh, ich könnte hier heilen. Wurde gerettet. Ich tippe darauf, dass nicht der nächste Geheimweg direkt vor der Nase ist. Eine Runde Schlaf. Oh, ist schon Zeit zum Aufstehen? Bin auch gerade erst eingeschlafen. Hier ist der nächste Geheimweg, ich seh's. Ja, zerquetscht mich! Keine Münze wird zurückgelassen. Soll ich das Ding hauen? Offenbar ja. Also wenn das da oben jetzt der Geheimweg sein soll, dann sage ich nochmal, der ist nicht besonders geheim. Mein Hammer! Er liegt zum Glück da oben. Das mache ich wunderbar. Tschüss. Oh, ein neuer Stopfer? Nee, Kegelstopfer. Eine Enttäuschung. Hopp. Oh, dann habe ich was zerpieksen. Oh ja! Ist das alles? Zack. Nimm den Stopper, bitte. Wenn ne, brauche ich ihn gleich nochmal. Ja, ich brauche ihn nochmal. Hau ab. Ich habe zu tun. Papa kann nicht mit dir spielen gerade. Ui! Was für ein cooles Labyrinth! Wurde gerettet! Es fehlt aber noch ein Geheimweg. Nicht runterfallen. Das wollen wir vermeiden. Okay, sieh nach, was sich im Prachtcontainer befindet. War eine weitere Nebenaufgabe. Und wo ist die letzte Aufgabe? Perfekt. Flieg, Kirby, flieg! Zack. So, wir müssen immer noch einen Geheimweg finden. Ich habe den gerade eben schon übersehen. Richtig. Oder ist jetzt direkt hier am Ende? Home Run! Einfach kurz gucken. Im Notfall schreibe ich wieder im Nachhinein rein, wo ich ihn gefunden habe. Im Nachhinein. Ich habe einen Geheimweg nicht gesehen. Wahrscheinlich war das sogar der zweite Geheimweg, den ich da gefunden habe. Aber dieser Kraftboost war mal interessant zum Start. Aber muss nicht sein. Ich finde, er macht das Spiel ein bisschen zu einfach. Ja, den einen hole ich aus Screen. Wir haben da nämlich zwei Sachen zu tun. Oh, jetzt muss ich graben. Oh, ich muss richtig gut graben.
Einfach durch! Einfach durch! Abs! Und war das schnell genug? Wahrscheinlich nicht. Doch, war schnell genug, gerade so. Easy. Easy peasy. Der Bleistiftbucher, Schatz. Und jetzt der edle Entdecker, Schatz. Ich warte da die letzte Stufe ab, die ist bestimmt extrem heftig. Meisterschütze, edle Entdeckerprüfung. Oh, da vorne ist es direkt. Einfach laden. Ich glaube, man darf nicht komplett laden. Okay, die bewegen sich nicht, wenn man lädt. Und zwar in deren Richtung. So, muss ich nochmal schießen? Ja, ich muss. Ist mir egal, dass ich getroffen werde. Oh! Tschüss! Da lebt ja noch einer! Habe ich definitiv nicht geschafft. Ich habe so oft daneben geschossen. Unglaublich, ich habe es geschafft. Ich dachte, ich hätte es nicht geschafft. Ich achte da auch nie auf die Zeit, um ehrlich zu sein. Ja, ging noch relativ flott. Beim nächsten Mal gibt es das Postbühnenmeer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.